Alexander. Alexander. Herr Alexander. Herr Alexander ist gekommen, ist das echt gekühlt. Alexandria, Stadt am Blauen. Guten Abend, Herr Alexander. Guten Abend. Guten Abend, Herr Alexander. Guten Abend, Herr Direktor. Ihr Lied, Herr Alexander. Wer dich einmal sah, kann dich nicht vergessen. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Die Dame war noch nie hier. Was ist denn das? Ich würde sagen, Sekt. Und was soll das? Ich schlage vor, wir trinken ihn. Hören Sie, Herr... Alexander, bitte gehen Sie nicht weg. Kommen Sie. Lassen Sie uns diesen kostbaren Augenblick nicht vertun. Wir würden es beide bereuen. Kommen Sie. Gut. Gehen wir. Wiedersehen, Herr Alexander. Auf Wiedersehen, Herr Direktor. Und gute Reise. Danke. Nein, danke. Warten Sie, bis Herr Alexander zurück ist. Verzeihen Sie, aber Herr Alexander kommt nicht mehr. Macht der Alexander das immer so? Ja, das ist ja wohl... Guten Tag, Sie wünschen? Kann ich wieder Herrn Meier sprechen? Der ist nicht da, der ist im Reisebüro. Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Kann ich bitte ein Kuvert haben? Oh, bitte. Das können Sie ja ruhig offen hier liegen lassen. Oh, entschuldigen Sie, aber es handelt sich um eine rein private Angelegenheit. Entschuldigen Sie bitte, aber ich bin ja schließlich seine Frau. Sie sind die Frau von Alexander Meier? Nein, von Alfons Meier. Er war gestern in der Bar. Ich erkenne ihn ganz genau. Und das ist Ihr Mann? Ja, das ist Fonsi. Nein, mein Fonsi war nicht in der Bar. Oder hat Ihr Mann vielleicht einen Bruder? Ein was? Ach so, Sie meinen einen Bruder? Doch, doch, mein Mann hat einen Bruder. Einen Zwillingsbruder sozusagen, daher Ähnlichkeit. Das ist eben mein Schwager Alexander. Verzeihung, kann ich bitte Herrn Meier sprechen? Meier. Meier. Meier mit EI oder AI? Mit EY, so wie Sie, Herr Meier. Bitte vergessen Sie, dass es einen Alexander gibt in Ihrem eigenen Interesse. Wenn das so einfach wäre. Auf einen Mann wie ihn habe ich lange gewartet. Ich muss ihn wiedersehen. Wieso ist übrigens Ägypten geschlossen? Ägypten, naja, es will niemand nach Ägypten, niemand. Ja, rufen Sie mir lieber den Meier. Herr Meier verhandelt. Ja, aber ich brauche ihn sofort, dann übernehmen Sie. Ob Sie ihm nun seine Adresse geben oder nicht, ist mir egal. Auf jeden Fall, wenn er heute Abend nicht im Elysée ist, dann bin ich morgen wieder hier. Und dann sollen Sie einmal hören, wie laut eine einzige Frau sein kann. Ich stelle vor, mein Bruder, das heißt ich, ich soll heute Abend im Elysée sein. Na, no, warum nicht? Du gehst doch sonst so gerne hin. Aber du weißt doch, ich habe kein Geld mehr. Ach so. Das ganze Konto Alexander ist heute Nacht draufgegangen. Guten Tag, Herr. Guten Tag. Wo kann ich Herrn Meier finden? Herr Meier, Abteilung Orient, Ägypten, bitte. Ganz links zurück. Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen? Ich wollte mir Sie noch mal anschauen. Sie mich? Ich Sie. Was verschafft mir das unerwartete Vergnügen? Ist doch nicht die Möglichkeit. Aber ich sage Ihnen trotzdem, im Interesse Ihrer Krankenkasse und Ihrer derzeitigen Anatomie, machen Sie von jetzt ab einen großen Bogen um eine Dame namens Susanne, ja? Mariechen ist weg. Was ist weg? Ich komme gestern Nacht nach Hause. Das Bett ist leer. Der Schrank ausgeräumt. Ich habe telefoniert. Ich habe telegrafiert. Mariechen ist weg. Siehst du, das kommt davon. Ich habe dir immer gesagt, immer habe ich dir gesagt, einmal wird es schief gehen und dann sitzt du drin in der Tinte bis daher. Und niemand kann dir jetzt heraushelfen. Nicht einmal dein bester Freund, der Brösel.